Mecha robot ready for takeoff. 3, 2, 1. Go! Wie süß ist das denn? Ja, und damit auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange 2. Und what the fuck ist das für eine Puppe da? Space Scuba is hovering on a dead planet. Thanks, Hank. Dickhead. What sadistic theme do you have in mind today? I'm used to ink, so this will be different. I have time to learn now. I'm flying over the city. No danger. Wonder where Brody is now. Oh yeah. No internet. Stimmt, das hatten wir ja schon gelesen beim letzten Mal. Da. Of course. He's the town fucking hero now. Das muss ich lesen. Ein örtlicher Held während Raubüberfall von Flüchtigen angegriffen. Die Polizei untersuchte einen Raubüberfall, der durch zwei Ausreißer aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Polizeioffiziers im Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stamper besitze eine Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft, sagte er, konfrontierte die Brüder Sean und Daniel Diaz, nachdem sie angeblich Gegenstände aus seinem Laden stahlen. Stamper sagte der Polizei, dass die Brüder in die Wälder entkamen. Ja, ich hatte Angst. Sie wissen, wie verrückte Kinder heutzutage sind. Weiter auf Seite 5. How can I feel bad for him? Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in der Schießerei in Seattle starb. Ashley Matthews, Schwester von Wachmeister Kindred Matthews, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohungen, die sie erhielt und auf Kritik, die sie online am Beamten geübt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur 6 Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Familie und bei allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls. Auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss, wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Kindred widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern in gefährlichen Heimen, und stellte seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen, und ihn anzugreifen, doch genauso wie wir um andere trauern, trauern wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Ah, Gott, mir wird schlecht. Dead for a week. But at least we got some news. Taking pictures of alien species. Then report to base. No excuse not to binge read. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Sehr geehrter Patrick Hill, dies ist eine Erinnerung an Ihren geplanten Chemotherapie-Termin. Gott, ist das schwer zu lesen. Im Hope-Patientenzentrum am 8. September um 14 Uhr. Bitte lesen Sie die beigefügten Anweisungen als Vorbereitung auf Ihren Besuch. Patrick Hill, oh Gott. This thing has saved our ass. Thanks again, Dad. Time to get warm. Muss mir das bekannt vorkommen?
Hm. Ich schaue mich immer noch ein bisschen um, bevor ich irgendwas anderes. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. Yep. No more indoor training sessions. Feels almost good to be cut off from everything. Wish I had more than tobacco, to be honest. Yeah. There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but helped staying warm. I wish I helped Dad more. Oh, nicht wirklich. With the house chores back then. Daniel must have been pissed that day. Don't blame him. Alles klar. Papa, Maggie und John. Sag mal, 93. Das ist schon ein paar Tage her. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Ach, das ist von der Familie hier. Hi Papa, sag hallo zu deinem kleinen Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich hörte die ganze Zeit darauf, Scarface zu sehen. Wir bleiben in der Hansens Wohnung seines Freundes mit Sicht auf den Strand und Balkon. Ich komme mir so verwöhnt vor, doch ich weiß, dass John in ein Schloss in den Alpen ist. Also habe ich kein schlechtes Gewissen. Außerdem gefällt es mir hier sehr toll, sehr echt toll, das neue Jahrtausend auf diesem Weg zu beginnen. Ich vermisse die Urlaub in unserer gemeinsamen Hütte, aber nicht die Waschbären in meinem Zimmer. Hoffentlich kannst du uns bald besuchen. Ich liebe euch alle, Maggie. Shoot. Poor doggy's out of water. Hey, Shroom. Komm, gib mir ein you thirsty? Bisschen Wasser. voll süß. Er spielt die ganze Zeit mit seinen Kräften. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Kinda weird to use stranger stuff every day, but not like we have a choice. I hate it when I hear Daniel crying at night. I can't do shit. Mushroom clung to Daniel on the first nights, but now she loves her bed by the fire. Thank God kids used to spend vacations here. Daniel would have been mad without these. High school feels so far away now. Oh, okay. Ein Feuer im Holzofen machen. Ja, das machen wir noch. Andenken haben wir auch neues. Aber ich. Ach, da. Ja. We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. So, machen wir mal schön Feuer machen, gemütlich. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Oh. Sehr schön. Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking.
The guy who came here sure had time to kill. Guess it's time to start cooking. Yum. He's definitely a fast learner. Maybe too fast. Hätte nicht mal einen Monat, hat er so viel gelernt. Krass. Guess it's time to start cooking. Yum. We scored with these clothes. Plus 5 street cred. Guess it's time to start cooking. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. I could start Daniel's delivery service. Hmm. Tough choice. Konservendose, Konservendose oder Konservendose? How you doing, Mushroom? Ich nehme Konservendose. Better talk to Daniel after dinner. You're the best puppy in the world. I'm just glad we found you. So tired of eating the same shit. Hey, what are you cooking? I just want one slice of pizza. Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? Okay, okay. Never eating this again. He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. I miss him so much, it hurts, Sean. I know, Daniel. It's okay to think about him. I do it too. Okay. Thanks, Sean. Ich würde gerne das Essen machen, aber... These were all I found when I hit the town last week. So tired of eating the same shit. I just want one slice of pizza. Ja. Ich könnte jetzt das jetzt rausstellen, dann wird das eigentlich kein Problem. Ach, ich soll erstmal mit Daniel über alles Mögliche reden. I can't believe how much Daniel's powers have improved over the last weeks. Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. You really did so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. I think we'd know it by now. Sie wissen es noch nicht, aber wir wissen es schon. Und ich denke mal, das werden wir auch bald sehen. How you doing, Mushroom? You're the best puppy in the world. Was denn? Ich will das I'm just machen. Glad we found you. Ich dachte, ich soll Essen machen. These were all I found when I hit the town last week. Ja, da, ja, da, ja, das wissen wir. Ich würde gerne Essen machen. Wie soll ich Essen machen? Einen sauberen Topf finden. Ach so. Ich weiß schon, dass das Dosen sind und dass man. Und dass man da auch einfach hätte sagen können, okay. Daniel needs to eat something after all that psychic crap. Stell so da drauf. Naja. Aber das sind Kids. Woher soll sie es wissen? Da hat jemand Hunger. Erstmal muss es kochen. Es dauert ein bisschen. So, in der Zeit können wir uns noch mal ein bisschen umsehen hier. Mal gucken, was man hier sonst noch so findet. We really lucked out stumbling into this house. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. Pro tip, always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. No way I can give any of these to Daniel. Too risky.
Hello, motel room soap. Hätte ich aber auch mitgenommen. Once you get used to squatting, it's not so bad. Nope. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. Hey, I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Laundry water, don't drink. Ah, genau. Oh, schon krass hier. So, das muss echt ein mega krasses. Daniel's been sick for more than a week, and it keeps getting worse. Yeah. No way, I'm touching that. Definitiv. Zeichen. I could do a super cool manga about Daniel. Wäre bestimmt nicht schlecht. Drunter liegt doch was. Ich sehe es. Daniel loves his brand new tablet. Man, I miss listening to music so fucking much. Okay, das war's. So, mal gucken, das Essen müsste jetzt eigentlich mittlerweile fertig sein. Gucken wir mal. Genau, Mahlzeit. Okay, dinner's ready. Das Gefühl, dass dieser Abend nicht gut endet. That was spaghetti a la Diaz. Didn't you taste the famous truffle sauce? Yep. Plus, I love the garlic bread and ice cream. Yum. Ooh, you want some too, huh, Mushroom? Daniel, come on. I know. Hide my powers. But it's just you and me and Puppy. I don't want you to get in the habit. Genau darum geht's mir. Sorry, I'm cold. Ähnliches zumindest. Hold on. I need to show you something. Okay. Gotta show him the map. I think I left it with my books. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. Nothing here. Daniel? Sagt er nicht bei seinen Büchern? What did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Oh, this map. It's in my tent. Sorry, Sean. It's in my... Was? Ich hab's nicht verstanden. I think I could get used to living like this. Quiet. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. After all I've done for you, really? Shroom.
Okay, mushroom. Thank you. I get it. You're the boss. Time to play dad talk. Good. Fuck? Daniel? Got you! Man, are you out of your mind? Come on. Don't be such a pussy. Don't you think your power can be put to a better use? Anyway. Okay. I think it's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No, I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Trust me, Daniel. You need some medicine. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... they'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they don't like me? They're family, right? Plus they owe us for what Karen... for what Mom did. You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool. I'm sure you guys will be best buds. Well... okay. But Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Natürlich. Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get to draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, pussy. Party time. Okay, ready to lose, Captain. Watch your butt, matey. Jetzt bin ich mal gespannt. Here we go. Just need a 6, a 5, and a 4. Come on. I need a ship. Too bad. Okay. Give me a 6. Come on. Yes. Full ship. Yeah. Got a ship now. Den können wir als Kapitän benutzen. Das fehlt mir noch. Und eine Crew haben wir auch. Ahoy, Captain. Ahoy. More pirates. Hi. Kann ich den... Here you go, cargo. Das heißt, ich habe hier 10, 18, 20. Better than nothing. Alright, now's the time for big numbers. Nice! Great job, lover. Ah, not the best score. But I'll do better next time. You'll see. You wish.
You see this? Perfect throw. Yeah, yeah. Good job. I need the score now. Pretty please. Okay, that will do. Pretty good. Okay, let me throw now. Can I get something better this time? Sheesh. Was zum Teufel? Okay, give me a 6. Still incomplete? Sounds what the like hell? A no score. Was? Alter! Daniel, du Sack! I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Probably read all these books. Boring. You remember that time I beat Dad at chess? You mean we beat Dad? Yeah, you did help me distract them. I bet he would have liked this game. Definitely. He was a great pirate. Just like us. Oh, Captain Diaz, King of the Seas. Alter. And I win. Do you know what it means? Yeah, okay. You won it. Here's my bag. Let's see. Here. What do you think? Is that mushroom? Yes! I know I'm not as good as you, but... Nah, it's really cool, dude. Thanks. So, let's do another one? Eins wird spät. Sonst wird's nur wieder anstrengend. Müssen morgen früh los. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Smells like ass. You're right. Don't smoke. But... It's our last night, so we can do anything. All right. I heard you the first time, dude. Gesagt, du wirst nicht rauchen. Ist schon idyllisch. Kann man nichts sagen. Thank you.
2. Regeln. Hey, Daniel. Oh. How are you doing? It sucks. I'm coming. Alles klar, Leute. Und damit verabschiede ich mich erstmal aus dieser Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Let's Play Life is Strange 2. Und bis dahin. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Fuel LP. What are we gonna do now? There's nothing we can't do. I have no idea where we are. Feels like we're walking nowhere. I don't think Daniel understands what's going on. I can't tell him the truth now. I just can't. How am I supposed to take care of us out here? What are we gonna do now? There's nothing we can't do. As long as we're together.